Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Sebastian, mit dem Microsoft Flight Simulator 2020. Ja, es ist ein bisschen her, dass ich die letzten Videos veröffentlicht hatte. Kleine Abstinenz. Als Redaktionschef muss man natürlich dann auch ein bisschen mal mehr machen. Und da muss leider der eigene Channel auch mal kurz zurückstecken. Aber nichtsdestotrotz, ich habe heute für euch gleich drei spezielle Sachen zu präsentieren in einem Video. Zum einen befinden wir uns hier in Bückeburg, genauer gesagt ETHB Hers Flugplatz Bückeburg. Und wie man jetzt hier ein bisschen sehen kann, das ist die Modifikation oder sagen wir mal, ja, der modifizierte Flugplatz von RBN, die Version 1.2. Hinzugefügt wurden ein paar Gebäude, die Landebahn wurde nachgerichtet, die Lichter wurden ordentlich platziert. Im Grunde eigentlich, gucken, ob ich das noch ein bisschen schöner für euch hinkriege, ja so. Relativ schön dargestellt. Ihr seht, das Wetter ist nicht so berauschend, reales Wetter, heute ist der 12.06. Wir hatten zwar schöne Tage, aber ja, ein kleiner Sommereinbruch ist jetzt aktuell drinne. Im Wetter und das ist auch im Microsoft Flight Simulator so. Der eigentliche Grund oder der Hintergrund, warum wir uns schon wieder im Raum Bückeburg und Minden bewegen, ist eigentlich der Flugwunsch von Kev Cook List. Der hatte geschrieben, dass ich Haddenhausen ausgelassen hatte. Das darf natürlich nicht sein, da müssen wir natürlich nochmal nachhaken. Und ja, da wir ja in Bückeburg oder jetzt gleich über Bückeburg hinwegfliegen, gibt es ja noch eine Besonderheit und das ist das Hubschraubermuseum in Bückeburg und da kommen wir jetzt gleich zum zweiten Thema. Das zweite Thema ist die Bell 47G2, die kennen, ich habe es ja schon präsentiert gehabt, aber meine Mesh-Lackierung. Weiß ich, die Leute, die mir folgen und die wahrscheinlich auch bei flightsim.to mir folgen, die werden wissen, dass ich diese Lackierung vor einiger Zeit mal veröffentlicht hatte. Die meisten werden wahrscheinlich den Clip oder beziehungsweise mein nachgestelltes Intro kennen. Das ist also die Lackierung, die könnt ihr euch runterladen. Das ist ein dezentes Grün, das ist nicht das Militärgrün. Das hier ist schon die überarbeitete Version. Wenn ihr bei flightsim.to auf dem Download-Link geht, dann nehmt die neue Version, die Hauptversion, weil die hat dieses dezente Army-Grün. War ein bisschen schwer rauszufinden aufgrund der alten Aufnahmen von Mesh, da dieses Grün rauszuholen. Es gibt ja dann auch noch dieses Matsch-Grün. Olivengrün. Ich habe ja noch eine Lackierung fertig gemacht, die ist aber nicht hochgeladen. Community-Wunsch war das irgendwie. Und ja, hier sehen wir nochmal, was Mesh eigentlich bedeutet. Mobile Army Surgery Hospital, also mobile Chirurgie. Die gab es damals, zu dem Zeitpunkt, als der Koreakrieg war die Bell übrigens auch der erste Hubschrauber, der einen Krankentransport durchführen konnte. Beziehungsweise die Bells wurden dort tatsächlich eingesetzt als Krankentransport und waren somit die ersten richtigen, schnellen Krankentransporte, wo sie dann halt zu diesen mobilen Krankenhäusern geflogen sind. Ja, soviel zum Thema Texturen, Grafik. Wie gesagt, die Lackierung Mesh könnt ihr euch bei flightsim.to runterladen und der Skin von dem Piloten hier, da gebe ich euch auch nochmal einen Link. Das ist der, habe ich jetzt leider keinen Namen zu, müsste ich jetzt sogar nachchecken. Packe hier unten rein. Im Original haben die aber hier noch Logos von der deutschen Luftwaffe. Ein sehr cooler Skin. Ich habe den für mich ein bisschen modifiziert. Wie gesagt, ich kann es ja modifizieren, ich muss es nur nicht halt. Oder ich teile es halt nur nicht. Wie gesagt, wenn, dann müsst ihr es eigentlich dann selber machen. Gut, dann nicht lange reden. Das war ja der zweite Punkt und jetzt fliegen wir nach Haddenhausen. Ihr seht die Bell. Los. Ich kann ja noch auch eine kleine Platzrunde machen. Der Regen hat so ein bisschen nachgelassen. Das sind so einzelne Schauer, die wir hier erwarten können. Ihr dürft nicht vergessen, es ist ja kein, soweit mir bekannt ist, kein öffentliches
Flugfeld, Flugplatz. Das ist halt der Flugplatz vom Heer. Also ein Militärgelände. Rein theoretisch. So, dann fliegen wir mal nach Hanhausen. Ein bisschen wenn ich gleich Zeit habe, dann kann ich dem Kollegen auch noch mal kurz antworten. Ups. Ich will gar nichts davon anfordern. Naja. So, wir halten uns am besten an die B65, die jetzt unter uns ist. Hier haben wir jetzt Bückeburg. Co-Pilotin Susi meldet sich auch mal wieder. Ja, schon ewig nichts mehr von ihr gehört hier. Ah, genau. Da hinten, das müsste sogar das Schloss sein. Es ist das Schloss Bückeburg. ja, ich gucke mal, ob ich da für euch noch was reinfinden kann. Ich habe mir ja eine Art, ja, naja, ich will nicht sagen, ja, so eine Art Mod-Paket runtergeladen, wo man, wo viele Schlösser und Burgen dabei sind. Eine ganz coole Sache, finde ich. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich hier richtig bin, also das Schloss Bückeburg. Direkt über Bückeburg. Die 65 unter uns weiterhin. Wow, traumhaft. Machen wir mal ganz einfach. Ein bisschen frisch hier drin. Ja. Ich hatte noch eine Anfrage gekriegt an die, die jetzt vielleicht auch noch zugucken. Bei FlightSim.tour hatte ich eine Anfrage gekriegt, die Glaseffekte zu überarbeiten. Bei der Bell gibt es wohl anscheinend Probleme mit der mit der Spiegelung. Der Sache nehme ich mich noch an, aber ich brauche dafür echt extrem Zeit. Ich habe jetzt zwar Urlaub gehabt, aber ja, diese Aktion ist nicht so schnell zu meistern, wie man es annehmen würde. Sehr cool.
weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt hatte, aber mit Lückeburg, das Hubschraubermuseum, das hat eine Original Bell 42 G2 ja auch. Steht bei mir noch hoch im Kurs, mal zu besuchen, um mir das mal live anzugucken. Und sonst bin ich mit dem DLC am meisten zufrieden, dem kaufbaren Flugzeug hier. Natürlich, es gibt dann noch den E-135 von High Performance Group, die ja mittlerweile ja auch den E-145 schon angekündigt haben und den ihr auch da vorbestellen könnt in einer Early Access Version. Sehr reizvoll, preislich, weiß ich nicht. Müsste man mal gucken. Sicher gibt es immer eine Alternative. Wie gesagt, die Bell ist jetzt auch nicht wirklich ein Hubschrauber, der ja ein Hubschrauber, der ja jeden irgendwie gefällt oder so. Ja. Die 65 wird dann zu 61 irgendwann. Kann sein, dass ich den Punkt jetzt gerade verpasst habe. Nein, doch nicht. Da rechts neben uns ist ja immer noch die 65. Ebenfalls. Ich muss echt mal auskamüsern, wie viel Mods ich habe. Auch hier Fernsehtürme. Also Fernsehtürme von Deutschland sind soweit alle dabei. Ist auch eine Modifikation, da hat man überall die Fernsehtürme. Und was beim letzten Mal bei Alzheimer natürlich nicht dabei war, hier aber als Mod jetzt endlich mit drin ist, kann ich euch auch zeigen, das Hermannsdenkmal. Ach Quark, Kaiser Wilhelm Denkmal. Verdammt. Das Kaiser Wilhelm Denkmal haben wir hier. Wie gesagt, eine Modifikation. So, wir kommen jetzt an das Kreuz. 65. So, wir haben hier zu unserer Rechten halt Minden. Ich habe es euch ja bereits in einem anderen Video schon vorgestellt. Wir müssen uns jetzt, irgendwo muss noch die 65 weitergehen, denn die biegt hier unten rechts ab und geht dann am nächsten Abschnitt links vorbei. Da hinten kommt jetzt so schön wieder so eine Wolkenloch. Schönes Wechselwetter. Ah, da geht's lang. Alles klar, da sind wir auf dem richtigen Weg. Ich orientiere mich ja immer sehr gerne anhand der Straßen. Das ist dann hier die 65, die jetzt da hochgeht. Da hinten, wo der helle Schein ist, da muss Hardenhausen liegen. Beziehungsweise eigentlich gleich hier vorne schon. Die 65 hat hier unter uns aber noch einen anderen Namen. Lübecker Straße. Und geht dann weiter hinaus.
Um das mal so auszuknüpfen, ich musste das Video jetzt kurz mal ein Stück unterbrechen. Also, um das mal aufzupassen, ja, die Bell ist natürlich nicht für jeden etwas, aber ich finde eigentlich ist sie ein sehr schöner Hubschrauber. Lässt sich relativ gut steuern, auch mit den Basiseinstellungen für Flugzeug. Ja, Gas bzw. Schub und höhere Drehzahl, niedrigere Drehzahl kann man über die beiden Knöpfe steuern. Ich steuere mit dem Xbox 360 Controller und die, es ist halt ein Oldschool-Helikopter, der hat natürlich auch keine Hilfen. Beim Landen muss man halt Pi mal Auge gucken, deswegen aber auch die breiteren Kufen. Er ist jetzt auch nicht extrem schnell, hat auch keinen Autopiloten. Es ist ein richtiges, ja, Oldschool-Helikopterchen, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, auch in meiner Vorstellung von der Bell eins mit von historischer Tragweite, weil es das erste, ja, erste zivil angemeldete Flugzeug in den Staaten war. Und somit auch der allererste Hubschrauber mit einer Lizenz. Und wie gesagt, Koreakrieg, genau. Der andere Krieg war ja Vietnam, aber der war ja später. Koreakrieg auch als erster Einsatz als Rettungshelikopter. So, hier haben wir jetzt die vergessene Ortschaft Hattenhausen. Bei schönem Wetter. Wir schauen jetzt mal ein bisschen drüber. An dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an Kev Cook Lit. Und ja, danke, dass du nochmal nachgefragt hast, beziehungsweise dass du geschrieben hast, ich habe Hattenhausen vergessen. Soll natürlich nicht so sein. Dafür jetzt also, wie gesagt, dieses Special mit 2-3 Mod-Vorstellungen und halt Hattenhausen selber. Nur ein bisschen Schwung raus, damit es ein bisschen ruhiger wird. Übrigens endet hier auch schon der Umkreis Minden, also beziehungsweise Landkreis Minden. Das da hinten gehört schon zur Nachbarstadt. Da noch ein paar Screenshots gemacht. So, U-Pausen unter uns. Fliegen wir jetzt drüber hinweg. Und ich würde auch vorschlagen, ich beende die Aufnahme gleich, wenn wir hinten beim Kaiser-Wilhelm-Denkmal sind. Hermanns-Denkmal, wie komme ich da drauf? Ach, Leute. Im Grunde hatten wir jetzt aber schon ein schönes Wetter, wenn man es so bedenkt. Schöner Vorbeiflug an Minden.
Hinten sieht man sogar schön den Regen runtergehen. So, und dann wollen wir es nochmal genießen. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal hier südlich von Minden. Wiehengebirge, hier rechts, das ist das Wiehengebirge, die lange ja, Bergzunge, ich weiß nicht, ob man das Bergzunge sagen könnte. Auf jeden Fall Porta Westfalica, hier mal links noch Fernsehturm. Ups. Das war ein bisschen zu doll der Seitenruder betätigt. So. Wollte eigentlich andersrum, dass wir dann mit der Seite, mit der offenen Seite ein bisschen gucken können. So. Ups. Wie gesagt, Modifikationen. Ich packe euch alles, was ihr braucht, in die Beschreibung. Falls ihr denn auch selber mal hier zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal fliegen möchtet, im Wiehengebirge südlich von Minden. Wie gesagt, der nächstgelegene Flugplatz hier ist tatsächlich Jena in Bückeburg. Und dann gibt es noch, wie ich vorgestellt habe, dass der Heeresflugplatz Bückeburg, Militärflugplatz, an dem ihr alternativ auch starten könnt. Jo, dann gehe ich mal kurz raus. Um das Outro einzusprechen, wie ihr es kennt. Ja, das war die Modifikationsvorstellung von Heeresflugplatz Bückeburg und natürlich meiner Bell-Lackierung Mesh, die Mesh-Lackierung zur Bell 47G2 und natürlich dem Flugwunsch von Kev Cook List über Hattenhausen zu fliegen, die Ortschaft, die ich vergessen hatte, im großen Video Bückeburg, Minden, Porta Westfalica zu zeigen. Habe ich nachgeholt. Herzlichen Dank für deinen Flugwunsch, herzlichen Dank für den Kommentar. Und wenn ihr anderen Flugwünsche, Kommentare habt, schreibt es einfach. Ich werde es dann auch mal wieder abarbeiten. Mal gucken, ob mit der Bell oder mit einem anderen Flugzeug. Es ist relativ viel im Repertoire momentan drin. Vorstellungen wird es auch wieder geben. Momentan brauchte ich halt nur ein bisschen Zeit, ein bisschen Abstand. Aber nun geht es wieder voran. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, Kommentare, Feedback, was ihr gerne möchtet. Sonst bleibt mir sagen, bleibt mir treu, abonniert meinen Kanal und wie gesagt, auf Twitter lasse ich euch gerne wissen, was ich aktuell so tue, was ansteht und. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bis demnächst. Bye bye, euer Sebastian.